Hallo und willkommen, meine Lieben. Heute geht es natürlich weiter bei der MOBA. Und mal kurz was in eigener Sache. Dieses Jahr ist das zweite Video. Und heute geht es auch auf jeden Fall. Ne, heute geht es noch nicht auf die Anlage. Weil heute habe ich ja gesagt, wir machen erst mal das Video mit dem Effektspray. Dem da. Und ich würde sagen, das machen wir erst mal. Wie gesagt, ich werde euch das unten in der Beschreibung alles verlinken. Solltet ihr über die Links was kaufen, unterstützt ihr den Kanal. Ihr bezahlt deswegen nicht mehr. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. So. Hier ist das Spray. Graniteffekt. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen, kein Problem. Und wie gesagt, vom Deckel her, so wie es hier auf dem Deckel aussieht, so sieht es dann später auch hier oben auf der Plattform aus. Und deswegen finde ich das so faszinierend. Ist zwar ein bisschen teurer, also bei uns im Baumarkt kosten die 13 Euro ungefähr, so eine Dose. Aber man kommt da auch ziemlich lange hin. Ich habe jetzt hier die erste Plattform. Die zweite Plattform ist noch oben im Drucker. Also der zweite Teil, was hier hinten dann kommt. Und wir sprühen jetzt erst einmal diese hier. Und lassen sie dann trocknen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Gut, das machen wir erstmal. So, mal kurz zum Vergleich. Also ihr seht, das wird auf jeden Fall dann so schön nachdunkeln. Wie gesagt, lassen wir es mal trocknen und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ihr seid ja noch da. Wie gesagt, das war jetzt gerade für die Dorfebene, was ich jetzt zusammengeschnitten habe, was ihr gerade gesehen habt. Entschuldigung. Und ich gehe jetzt wieder an die MOBA, werde wieder Videos vorbereiten. Wie gesagt, das sind ja alles schon Videos, was vorab aufgenommen worden sind. Und wie gesagt, wenn ihr Tipps, Tricks habt für die MOBA, nur rein in die Comments. Würde mich freuen. Und ja, wie gesagt, das ist noch das Spray, werde ich euch auch unten mit verlinken, wenn ihr es haben wollt. Ihr bezahlt deswegen nicht mehr, aber ihr unterstützt meinen Kanal dadurch. Und ich kann bloß noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!